Hallo ihr alle, wir hoffen es geht euch gut und ihr seid bereit für unser neues Thema des Tages auf dem ATEC-Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem gefürchteten amerikanischen Schiff. In den letzten Jahren haben China und Russland ihre Investitionen in die Schifffahrt erheblich gesteigert. So haben die USA neue Technologien entwickelt, um in der Seekriegsführung an der Spitze zu bleiben. Zu den ausgearbeiteten Vorschlägen gehört die Entwicklung von unbemannten Schiffen, militärischen Drohnen, die die Ozeane ausspionieren und echte Kampfwaffen sind. Zu den entwickelten Prototypen gehört auch der Sea Hunter, ein unbemanntes Schiff. Der Sea Hunter ist dank seiner hochmodernen Sensoren in der Lage, sich ohne menschliche Unterstützung durch die Gewässer zu bewegen, Kollisionen mit anderen Schiffen zu vermeiden und U-Boote aus großer Entfernung aufzuspüren. Ist dies der Beginn einer neuen Ära in der Seekriegsführung, in der Schiffsdrohnen die herkömmlichen Schiffe ersetzen werden? Vor mehr als 10 Jahren startete China eine militärische Intervention im Südmeer, das auch als Südchinesisches Meer bezeichnet wird. Historisch gesehen hat der asiatische Riese dieses Gebiet als sein eigenes beansprucht. Im Jahr 2016 gab der Strafgerichtshof in Den Haag jedoch den Philippinen in einem Verfahren gegen Chinas expansionistische Ansprüche recht. Dieser Klage schlossen sich Indonesien, Malaysia, Vietnam und Brunei an, allesamt Länder, die mit ansehen mussten, wie China in ihr Seegebiet eindrang, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Die Bedeutung des Südmeers liegt darin, dass eine der wichtigsten globalen Schifffahrtsrouten durch diese Gewässer führt, über die 30% des weltweiten Seehandels abgewickelt werden. In seinen Tiefen werden große Ölvorkommen vermutet, die eine Reserve von etwa 11 Millionen Barrel bilden könnten. Aus diesem Grund hält China diese Räume besetzt, in der heimlichen Hoffnung, sie eines Tages ausbeuten zu können. Seit der Eskalation des Konflikts im Jahr 2018 stehen die USA angesichts dieser Bedrohungen an der Seite unserer südostasiatischen Verbündeten und Partner. Infolgedessen haben sie ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Die Expansionsbestrebungen des asiatischen Riesen werden vom US-Verteidigungsministerium als ernsthafte Bedrohung eingestuft. Angesichts der massiven Aufrüstung Chinas, um seine Kontrolle im Südmeer durchzusetzen, haben sich die USA ernsthaft mit dem Vorschlag der unbemannten Schiffe befasst. Infolgedessen versucht die Advanced Research Projects Agency, unbemannte Schiffe zu entwickeln, die die Ozeane überwachen, U-Boote oder Minen unter Wasser aufspüren, Versorgungsgüter transportieren und tödliche Angriffe durchführen sollen. So arbeiten sie seit Jahren mit dem Unternehmen Leidos zusammen und entwickeln ein unbemanntes Schiff mit kontinuierlicher Flugbahn für die U-Boot-Bekämpfung, das technisch als unbemanntes Schiff bezeichnet wird. Für die Allgemeinheit wurde es auf den Namen Sea Hunter getauft. Es verfügt über einen Trimaranrumpf und besteht aus einem Hauptrumpf und 2 Schwimmern an den Seiten, die durch Seitenträger miteinander verbunden sind. Es ist aus Kohlenfaserverbundstoff gefertigt und mit modernen Navigationssensoren, Infrarotkameras und Ortungsgeräten ausgestattet. Diese geben ihm die nötige Autonomie, um durch die Ozeane zu navigieren und Hindernisse oder Zusammenstöße mit anderen Schiffen aus dem Weg zu gehen. Seine Hauptattraktion sind jedoch die modernen Sensoren und das Kurz- und Langstreckenradar, die es ermöglichen werden, U-Boote in großen Tiefen und über große Entfernungen zu schleppen. Im Jahr 2016 stellte Leidos seine erste Version des Sea Hunter vor. Es ist in der Lage, die Ozeane an 90 aufeinanderfolgenden Tagen selbstständig zu patrouillieren. Dieses unbemannte Schiff verfügt über einen Operator an Land, der die Leistung des Schiffes überwacht. Dennoch kann es dank seiner Autonomie seine Aufgaben erfüllen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Seine Entwicklung ist auch äußerst kostengünstig. Sie kostet etwa 20 Millionen US-Dollar und mehr als 6 Jahre Arbeit. Seine Betriebskosten sollen zwischen 15.000 und 20.000 Dollar pro Tag liegen, also weit weniger als die 700.000 Dollar pro Tag, die der Betrieb eines bemannten Zerstörers kostet. Nachdem der erste Prototyp die Werft in Oregon, in der er gebaut wurde, verlassen hatte, wurde er in San Diego getestet. In der Testphase wurde seine Leistung in Bezug auf Manövrierfähigkeit, Stabilität, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung gemessen. Der Sea Hunter ist 9,75 Meter lang, was ihn zum größten unbemannten Schiff der Welt macht. Sie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 27 Knoten oder 50 Kilometern pro Stunde und wiegt 135 Tonnen. Sein Dieselmotor wird von 14.000 Gallonen Benzin angetrieben und hat eine Reichweite von 10.000 nautischen Meilen, was 18.520 Kilometern entspricht. Ende 2018, nach ihrer Jungfernfahrt in Hawaii, wurde sie zum ersten Schiff, das autonom ohne ein einziges Besatzungsmitglied an Bord navigieren konnte. Nachdem die letzten Belastungstests bestätigt worden waren, schloss das Office of Naval Research mit Leidos einen Vertrag im Wert von 35,5 Millionen US-Dollar ab, um eine verbesserte Version von Sea Hunter zu entwickeln.
Dieser Prototyp wurde im April 2021 an die Marine ausgeliefert und enthält im Vergleich zur ersten Version Upgrades und Verbesserungen der elektrischen Systeme. Seine technologische Weiterentwicklung macht sich jedoch vor allem in seinen leistungsstarken Sensoren bemerkbar. Die USA planen, in spätestens 5 Jahren eine Flottille von unbemannten Schiffen in Südostasien einzusetzen. Die Agentur für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte hat auf diesem Schiff einen modernen Langstreckensensor namens Talon eingebaut. Über ein vollautomatisches, an einem Fallschirm montiertes Sensorsystem wird Talon vom Schiff geschleppt und kann Nachrichten, Überwachungs-, Luftaufklärungs- und andere Kommunikationsgeräte mit einem Gewicht von bis zu 70 Kilogramm in Höhen zwischen 150 und 450 Metern tragen. So kann das Schiff dank Talon die Überwachungsbereiche der Infrarot- und elektrooptischen Sensoren der Drohne ausdehnen, was der Reichweite der Kommunikation zwischen der Drohne und verbündeten Landplattformen oder bemannten Schiffen besser entgegenwirkt. Was wiederum das Situationsbewusstsein der Truppen, die im Besitz von mehr Informationen über das Gelände sind, erheblich verbessert. Sea Hunter nutzt ein Radar und ein Technologieprogramm, das als automatisches Identifikationssystem bekannt ist, um sich zu orientieren und anderen Schiffen auszuweichen. Dieses System sendet an Bord erfasste Daten aus und ermöglicht es wiederum mit derselben Technologie, die Daten anderer Schiffe zu erfassen. Der Sea Hunter verfügt außerdem über ein fest installiertes Hochfrequenzsonar, mit dem U-Boote geortet, verfolgt und angegriffen werden können. Dieses Gerät, das regelmäßig auf großen Schiffen eingesetzt wird, sendet Impulse von Schallwellen ins Wasser. Wenn diese Impulse mit etwas auf dem Meeresboden kollidieren, sei es ein Fisch oder Unterwasservegetation, dann werden die Wellen an die Oberfläche reflektiert. Indem man die Zeit misst, die die Schallwelle braucht, um abzusinken, aufzuschlagen und wieder aufzusteigen, kann man die Entfernungen und Standorte potenzieller Bedrohungen verfolgen. Mithilfe dieser Sensoren hofft die US-Marine, U-Boote und andere Gefahren wie von feindlichen Armeen gelegte Minen aufspüren zu können. So soll das unbemannte Schiff als eine Art militärischer Außenposten fungieren, der das Gelände vor den Zerstörern absucht. Darüber hinaus hat das Verteidigungsministerium noch weitere Alternativen im Bau, mit denen die Fähigkeiten und die Reichweite autonomer Schiffe demonstriert werden sollen. Autonome Schiffe werden jedoch nicht nur für militärische Zwecke getestet. Auch private Unternehmen entwerfen unbemannte Schiffe für rein kommerzielle oder wissenschaftliche Zwecke. So startete 2021 im Rahmen des IBM-Programms die Mayflower, ein Trimaran, der durch Wind- und Solartechnologie angetrieben wird. Das Schiff soll den Atlantik überqueren und die Reise der ursprünglichen Mayflower vor 400 Jahren nachahmen. Ein Großteil des Welthandels wird über die Ozeane abgewickelt, weshalb sie für die Zukunft von großer Bedeutung sein werden. Unbemannte Schiffe, sowohl zivile als auch kommerzielle, werden es Unternehmen ermöglichen, beim Transport von Waren Geld zu sparen. Dank der optimierten Raumausnutzung ist das Schiff leichter, aerodynamischer und verbraucht weniger Treibstoff. Dies bedeutet für Behörden oder Privatunternehmen eine Einsparung von mehreren Millionen Dollar. Ein weiterer Vorteil, den die Experten erwähnen, ist, dass sie in Abwesenheit von Menschen lange Strecken zurücklegen können, ohne auftanken zu müssen. Außerdem sind sie in der Lage, extremen Wetter- und Umweltgefahren wie Hurricanes standzuhalten. Heute befinden sie sich noch in der Phase der Tests, Erprobung und technologischen Aufrüstung, sodass wir hoffen können, sie in den kommenden Jahren auf den Ozean segeln zu sehen. Wenn Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, zögern Sie nicht, dieses Video zu liken. Um weitere Videos dieser Art zu sehen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Dort finden Sie auch unsere anderen Videos, die Ihnen bestimmt gefallen werden. Wir freuen uns, Sie bald auf ATAC begrüßen zu dürfen.